Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Schulvideo. Heute soll es um sowas ähnliches gehen wie um den Schalenbau. Wer das Video noch nicht angeguckt hat, schaut es euch an. Aber heute soll es um die Plattentektonik der Erde gehen. Genau, das sind Lithosphäreplatten, die sich entweder auseinander, aufeinander zu oder aneinander vorbei bewegen. Und welche Folgen das hat und wie das alles so ist, das schauen wir uns in diesem Video an. Als erstes schreiben wir das natürlich wieder alles auf. Und danach machen wir Übungsaufgaben. Ja. Dann würde ich sagen, los geht's. So, jetzt seht ihr wieder mein Blatt. Diesem habe ich einen grünen Stift, aber das ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Also heute soll es um die Plattentektonik der Erde gehen. Genau. So. Und ja, was ist denn das überhaupt? Das sind Lithosphäreplatten. Wo die Lithosphäreplatten sind, müsst ihr euch das letzte Video anschauen. Und zwar Lithosphäreplatten. Können sich, wir machen erstmal so aufeinander zu, voneinander weg oder aneinander vorbei. Also aufeinander zu. Nennt man auch Subdruck. Zone, wo sie sich aufeinander zubewegen. Und wenn das passiert, sind die Folgen entweder Tiefseerinnen. Wieso kommen wir gleich drauf? Tiefseerinnen. Oder Vulkanismus. Das hier nennt man Riftzone. Riftzone. Und davon sind die Folgen ein Grabenbruch. Ein Grabenbruch heißt, ne, ein Graben zieht sich halt auseinander. Und das hier nennt man Transformstörung. Transformstörung. Und davon sind die Folgen halt Spalten. Spalten sind solche ganz kleinen Gräben, wo man eigentlich nur drüber laufen kann oder drüber springen. Ja. Und die Folgen sind auch noch Erdbeben. Ja. Dann, wo sind die Zonen?
Also, ich blende euch jetzt mal hier eine Karte ein und ich beschreibe euch das jetzt und in der Karte mache ich dann immer Pfeile rein. So. Und zwar, es gibt eine. Also doch, Karte wieder weg. Afrikanische. Platte. Zum Beispiel jetzt eine nordamerikanische. Eine eurasische. Warum heißt sie eurasisch? So ein Kontinent gibt es doch gar nicht. Doch, eurasisch heißt eure und dann noch Asien. Also Europa und Asien. Dann gibt es noch eine, zum Beispiel Indisch, Australien, australische Platte, eine pazifische Platte. Und zum Beispiel noch eine Nazca-Platte. Genau. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Arten von Lithosphäreplatten. Eine kontinentale und eine ozeanische. Eine kontinentale Platte ist es, sobald ein kleines Stück Land drauf ist. Und eine ozeanische, wenn wirklich nur Wasser ist. Genau. Deshalb ist eine afrikanische eine afrikanische, die afrikanische Platte ist eine kontinentale. Die nordamerikanische ist eine kontinentale. Eurasische, eine kontinentale, eine indisch-australische, eine kontinentale, die pazifische Platte, darauf ist nur, wirklich nur der Pazifik, das ist eine ozeanische. Und die Nazca-Platte ist eine ozeanische. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir nehmen nächstes Blatt. So. Und jetzt wollen wir zu dem ganzen Zeug Beispiele machen. Genau. Zum Beispiel nehmen wir jetzt die Nazca-Platte. Stößt, also die gehen zusammen mit der Südamerikanische Platte. Und zwar,
Da passiert, theoretisch müsste ja der, wenn das hier so zusammentriftet, sich das so langsam so aufhäufen, sodass es dann irgendwann mal ein Berg ist. Nein, das passiert nur bei zwei kontinentalen Platten. Aber wie wir gerade gelernt haben, ist die Nazca-Platte eine ozeanische. Und eine ozeanische Platte hat mehr Dichte und eine südamerikanische hat deshalb weniger. Und deshalb taucht die Nazca-Platte unter die südamerikanische. Die Nazca-Platte kommt jetzt hier so und taucht dann hier so runter. Und das ist die südamerikanische. Die muss so ein Gebirge hin. Daher, dass er ja viel höher ist. So. Und da entsteht hier eine Tiefseerinne. Also das sind die Folgen bei dem. Aber jetzt ist es nicht so, dass die Nazca-Platte bis zum Erdkern untertaucht. Die schmilzt irgendwann und kommt irgendwo im Atlantik als Vulkan wieder raus. Kapiert? Sehr gut. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Und zwar die nordamerikanische. Driften zusammen. Nee, nicht zusammen. Voneinander weg. Erkennt man das? Ja, also voneinander weg. Und die eurasische. Genau. Wenn die voneinander weggehen, passiert, ist es eigentlich nichts Besonderes. Ne? Das hier ist die nordamerikanische. Und das hier ist die eurasische. Und die gehen halt immer weiter weg. Aber wenn die immer weiter weggehen, wenn man jetzt sagt, so groß, ich bin mir leider nicht sicher, ist die Erde, ne? Und wenn die aber immer weiter weggehen, irgendwann sind die doch aus der Erde raus. Nein, weil es halt auch solche Platten tippt, die sich dann wieder zusammendrücken. Heißt, die Erde wird nicht größer oder kleiner, die bleibt immer gleich groß. Daher ist, wenn es so ein Vorgehen gibt, immer auch noch so ein Vorgehen. Ja. Dann noch eine ganz kurze Zusammenfassung wieder. Es gibt unterschiedliche Plattenbewegungen aufeinander zu, voneinander weg, aneinander vorbei. Die werden so genannt. Und das sind die Folgen. Das hier hatten wir jetzt nicht als Beispiel, aber kann man sich bestimmt gut erklären. Also das kann man hier zum Beispiel so hier gut, ganz gut erklären. Es sind zwei Finger. Die rutschen immer wieder aneinander weg. Und irgendwann macht es mal Knacks. Und danach entsteht ein Erdbeben und die Spalte bewegt sich wieder ein Stück. Dann gibt es hier unterschiedliche Platten. Das sind Plattenbeispiele. Afrikanische ist eine kontinentale. Die nordamerikanische ist auch eine kontinentale. Kontinental, kontinental, ozeanisch, ozeanisch. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Philippinen. Es gibt noch so viele kleine Platten. Das sind die größten mit. Und ja, dann
gibt es hier Beispiele. Die Nazca-Platte trifft zusammen mit der südamerikanischen Platte. Die Nazca-Platte taucht unter, daher die ozeanischen Platten eine höhere Dichte als die kontinentalen Platten haben. Aber die taucht nicht bis zum Erdkern, sondern die kommt auf der anderen Seite als Vulkan wieder raus. Und deshalb entsteht hier eine Tiefseerinne. Die nordamerikanische Platte und die eurasische Platte bewegen sich voneinander weg. Aber deshalb wird die Erde nicht größer, ne? Sondern die gehen zwar auseinander, aber dafür gibt es auch immer noch eine Gegensache. Die gehen dann wieder aufeinander zu. Und daher entsteht dann bleibt die Erde immer gleich groß und wird nie anders sein. Genau. Jetzt würde ich sagen, wir machen noch 1-2 Übungen. Und los geht's. Letztes Video hatte ich ja gesagt, wir machen das als Übung, aber da ist nichts Richtiges drin. Und deshalb machen wir da draus jetzt nur zwei was. Und zwar mit den Erdbeben und Vulkan. Und danach ist das Video vorbei. Also suche ich das schnell aus. Los. So, jetzt haben wir hier einen Text. Den könnt ihr euch jetzt bitte durchlesen. Genau. Und dazu gibt es jetzt eine Frage. Wie werden die aufeinander gestapelten Schichten genannt? Genau. Gebirge. Nochmal durchlesen, bitte. Wie wird dieser Ruck genannt? Erdbeben. So, jetzt wieder durchlesen, bitte. Gut. Durch Risse in Erdplatten können. Entsteht was? Genau, Vulkane. Ja, dann würde ich sagen, das war es wieder noch nicht ganz mit dem Video. Denn wir haben noch zwei was zu besprechen. Denn erstens die Frage vom letzten Video. Ne, wie wird der innere Erdkern auch genannt? Und vielleicht habt ihr einfach die Antwort schon im Video gefunden. Ich sage es euch jetzt trotzdem. Niefe. Und jetzt noch Nummer 2. Das ist diese Karte. Diese Karte wird am 2. Advent, heißt diesen Sonntag, aufgelost. Und dann müsst ihr mir auf KeksTV folgen. Und dort einfach einen Witz in Verlosung reinschreiben. Und dann habt ihr die Chance, die Karte zu bekommen. Genau. Aber das ist jetzt nicht mehr die einzigste Chance. Denn ich habe es jetzt endlich geschafft, meine Kommentare zu aktivieren. Und deshalb müsst ihr, wenn ihr die Karte jetzt nicht über Discord haben wollt, sondern über meine Kommentare, müsst ihr ganz einfach in die Kommentare Hashtag Karte reinschreiben. Und die suche ich dann alle raus. Und wer dann da das auch bekommen kann, dann tue ich ganz einfach das alles eintragen und suche ich das dann raus. Tue ich das dann auslosen. Genau.
Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Lasst ein Abo und ein Like da. Folgt mir auf Discord. Habt viel Erfolg mit der Karte. Ciao.